Aus aktuellem Anlass der Wahlen möchte ich erklären, dass wer auch immer wählen geht und eine Partei wählt, die das Geldsystem nicht anspricht als grundlegendes Problem, was überholt werden gehört, es keinen dauerhaften Fortschritt geben kann. Kein Fortschritt, der anhaltend, nachhaltig für kommende Generationen ist. Und deshalb sehe ich die deutsche Mitte als fortschrittlichste Partei. Natürlich haben es die Herrschenden geschickt damals eingeführt, dass es eine 5%-Hürde gibt. Und dass man erst mit 5% ein wirkliches Mitspracherecht hat. Aber dennoch kann man es versuchen, direkte Demokratie zu bekommen und Mitspracherecht für alle und ein übergeordnetes Geldsystem, wo jeder mitbestimmen kann. Ein Geldsystem, was von allen geschöpft werden kann und nicht in privater Hand ist. Das ist eben in Deutschland die deutsche Mitte und in Österreich die Weißen oder Thüringer mit gilt. Aber in den etablierten Parteien wird sich nichts ändern. Und dieses Bewusstsein kann in die Köpfe der Menschen geraten, denn es ist natürlich alles nur eine Illusion hier in dieser Welt. Und es gibt einen Frieden und eine Welt, in der sowieso alles in Ordnung ist und du einfach immer nur deine Probleme abwerfen kannst und dein Missverständnis und du weißt, dass du im Frieden bist und Gottes Sohn bist. Ja, Gott ist ein Wort, was nicht angegriffen werden darf von einigen Geistern. Nur kannst du dich damit beschäftigen, wer bist du überhaupt, wer bin ich? Meditiere und du wirst Antworten bekommen. Naja, das aus aktuellem Anlass. Namaste.